Ein Gesicht aus Lehm mitten im Wald, Menschen aus Holz oder einfach ein verzierter Baumstamm. Für viele Fußgänger sagt der Spaziergang an der Tour wegen der Ausstellung etwas Einmaliges geworden, sagt Hannes Huckel. Die Naturart sei ein voller Erfolg geworden. Den Leuten hat es gefallen. Bis jetzt sind das zwischen 7.000 und 10.000. Wir wissen die Zahl nicht genau. Die ist geschätzt aufgrund von gewissen Unterlagen. 7.000 bis 10.000 Leute haben das gesehen und wir haben keine einzige Reklamation, wir haben keine einzige Beanstandung, keine Leute, wir haben nur positive Reaktionen. Es ist schön, dass die Leute durch den Wald laufen und sich von den Werken inspirieren lassen und jeder die Kunst auf seine eigene Art interpretiert. Bei den Kunstwerken haben nur Materialien gebraucht werden dürfen, die im Wald oder am Ufer der Tour gefunden worden sind. Darum sei es keine Überraschung, dass die Natur am einen oder anderen zu schaffen gemacht hat. Wir hatten ja mehrere Stürme, die da durchgegangen sind. Der Bau ist umgekehrt, hat einen Teil vom Kunstwerk, von der Installation kaputt gemacht. Das stört aber mich persönlich überhaupt nicht. Das gehört dazu, dass wenn ein Hagelschauer, wie wir im August hatten, oder irgend so etwas passiert, oder ein Hochwasser von der Tour, dann leidet das darunter. Nur die Kunstwerke, die direkt am Ufer der Tour waren, haben es nicht überlebt. Die Organisatoren sind davon ausgegangen, dass bis Anfang Oktober nur noch wenig von den Werken übrig bleibt. Darum ist es jetzt eine besondere Überraschung und Freude, dass die grosse Mehrheit immer noch in so einem guten Zustand ist. Aus diesem Grund kann die Ausstellung zu Andelfingen länger besucht werden, als geplant war. Wir haben jetzt offiziell verlängert bis Ende Herbstferien, das ist am 22. Oktober. Und dann müssen wir gewisse Sachen abbrechen, wie Wegweiser und so. Und wir suchen in dieser Zeit auch Plätze, zum Beispiel für das Objekt, das hier hinter mir ist, dass wir das nirgends anders platzieren könnten. Und sonst gehen die Kunstwerke in ihren Einzelteilen wieder zurück in die Natur. Bis dorthin hofft Hannes Huckel auf möglichst viele Besucher auf der 2,2 Kilometer langen Ausstellung.